Es geht nicht immer geradeaus. Mal geht's runter, mal geht's rauf. Junge, gib dich selbst nicht auf. Du schaffst das. Herzlich willkommen bei der Babylöser Filme für euch, meine Damen und Herren. So, wir haben heute quasi eine Premiere. Wir gucken zum ersten Mal einen englisch gerappten Text von einem jungen Herrn, beziehungsweise ein Musikvideo. So, das Copyright-free Musik Neffes Nation. Okay, wir schauen von den netten Herrn Neffes an. Fightback. So, hier unten stehen noch die Lyrics von den netten Herren hier. So. Also falls jemand später irgendwann nachlesen möchte, kann das gerne machen. Und der nette Herr, von dem ich das hab, der Aketo AP. Grüße aus an dich. Alles geschrieben, dass es einen Untertitel dazu gibt, weil ich bin der englischen Sprache leider nicht mächtig. Beziehungsweise soll das jetzt nicht, kann nur Englisch. So. Wir gucken uns das trotzdem an. Beziehungsweise hören wir uns das an. Der nette Untertitelautor Essence Creeper hat den deutschen Untertitel gesponsert. Vielen Dank dafür. So, mal kurz den hier nochmal. Ich muss ja das Bild wieder richtig machen. Sonst sieht scheiße aus. So. Jetzt fangen wir an. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht auf den Text eingehen können, weil ich kein Englisch kann. Ich würde aber Untertitel seht ihr ja dann. Ey, das ist ja die Sache. Es gibt ja manche englische Wörter, die zigtausende deutsche Bedeutungen haben. Deswegen ist es halt immer so schwer auseinanderzuhalten, welches englische Wort jetzt aufs Deutsch jetzt überhaupt meint. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you? Alter Schwede, hat er. Alter, der ballert aber den Double Time hier raus. Und besonders noch diese ganzen Reime. Ohne oben drauf. Scheiße. Mhm, okay. Warte mal, das Lied ist von 2017. Geht es vielleicht um den Song darum, für Musikrechte irgendwie einzustehen? Hier steht ja in Klammern Copyright Musik. Free Musik, Copyright Free. Mal gucken. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Es geht alle Fälle darum, irgendwas, also quasi die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und nach ganz oben zu kommen. Alle Fälle extrem stabiler Rapper. Und das Ding hat ja 26.484.725 Aufrufe in dem Moment. Boah, Bruder, Alter, fast eine halbe Million Likes. Es wären nur noch 45.000. So, jetzt fehlen natürlich weniger. Ich habe es geliked. Hier, seht's. Extrem stabil, Alter. Extrem stabil. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Da kommt doch mal ein geiler Presch an den Beat, Alter. Wenn ihr habt den Beat produziert, steht das da? D
This song in this video is copyright free to use your YouTube view. Oh, cool. Nice, danke dafür. Besonders hier 100.000 Subs. Also Abonnenten. Und jetzt hat er schon über 1 Million. Stabil, Alter. Richtig stabil. Nicht mal 2 Jahren. Krasse Scheiße. Steht gar nicht da, wer den Beat gemacht hat. Schade. Aber so wie es im Video aussieht, hat er den wahrscheinlich dann mit selber gemacht. Also mit selber. Ich kann das jetzt nur im Video entnehmen. Kurz wieder zurück. Ja. So. Nice, danke, danke dafür. Also anscheinend kann ich den das Ding free nutzen, okay. Hey Freund, bevor du jetzt wieder anfängst, hier auszurasten am Mike, howdy, howdy. So. Alter Bruder, echt stabil das Ding. Echt stabil bis jetzt. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more, speak out, it's about to head south. Never gonna make it. Also es geht auf jeden Fall um Hater und Leute, die im falschen Spiel treiben. So. Dass du dich quasi von den Leuten lossagen sollst. So, und dass du, wenn du auf solche Leute das nie schaffen wirst. Kann ich euch nur zurückgeben, Alter. Vertraut erstmal euren Gliedmaßen. Intimen Bereichen, bevor man es quasi es anderen in die Hand gibt und die Arbeit für ihn selbst machen sollen. Macht's die über alleine, da wisst ihr genau, aha. Also das, was ihr alleine machen könnt. Ja. So. Das, was ihr alleine machen könnt, macht's alleine. So gut wie es geht. Man kann danach immer noch nach Hilfe fragen. Aber da sollte man natürlich auch zu den Leuten gehen, wo man halt auch weiß, dass die ihnen helfen wollen. Und diese auch natürlich auch am besten noch ohne Gegenleistung machen. Weil das zeigt dann die wirkliche Freundschaft. Wenn man irgendwas macht, ohne eine Gegenleistung dazu zu bekommen oder überhaupt zu erwarten. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Alter, aber eine Kassier, du Bruder. Mutter, was ist sowas für los? Arme Sau. Muss man sich noch erwähnen, echt ein nices Musikvideo an der Stelle noch dazu.
niedlich. Also, wirklich extrem. Also, wenn ich kann jetzt nur von Hörnern sagen, sprechen. Ich habe zwar den Untertitel jetzt mitgelesen, aber natürlich auf der ganzen Schnelle kann ich mir natürlich nicht jedes Zeug da unten merken, was da unten steht. Jetzt nur vom Hören her. Stabil, auf jeden Fall. Gut geflowt, geiler Double Time. Beat. Relativ sick. Mit diesen Breaks von dem also von dem Beat jetzt so. Dieses Wummige halt, ist schon nice. Ist mir schon echt schön abgegangen. Dass ein Lufttröpfchen hat. Läuft schon das Bein runter. Hat er echt eine guten Musikgeschmack bewiesen. Ich höre ja teilweise nur, ich höre ja nur deutsche Musik. Wir wissen ja, bei mir, wenn ich Rap höre, auch gleichzeitig um den Text geht, die eine netten Leute uns vermitteln wollen. Ne? Also deswegen höre ich Rap. Größtenteils. Oder vielleicht noch ein bisschen Techno, aber das ist noch ein bisschen eine andere Sache. So. Kurz, wie hieß denn der Kerl, der es vorgeschlagen hat? Arkedo AP. Danke für den Vorschlag, mein Junge. Danke für den Vorschlag an der Stelle. Wie ihr es findet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Link natürlich unten in der Infobox von dem Musikvideo und von dem netten Kanal, von den netten Herren. Ich wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Ihr kleinen Ficker.